Yo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ein paar Fakten über Videospiele. In Donkey Kong sollte Popeye die Prinzessin retten. Allerdings bekam er Nintendo die Rechte nicht so und so entstand der gute Mario. Japan heißt Pac-Man Pac-Man. Das Spiel wurde bei uns allerdings geändert, da es zu sehr an Pac-Man erinnert. Pac-Man hat keine Augen. Der Name Atari kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie Erfolg oder Treffer. Miyamoto hat Angst vor Hunden. Als Kind hatte sein Nachbar einen Hund, der an seiner Kette angekettet war. Dadurch entstand der Kettenhund. Das Sega Mega Drive hat denselben Prozessor wie der erste Apple Mac. In Super Mario Bros., das für die NES war, haben die Wolken und die Büsche dieselben Textur. Jeder, der Pac-Man-Geister hat, hat einen anderen Charakter. Das europäische und amerikanische Super Mario Bros. 2 ist in Japan als Doki Doki Panic bekannt. Das erste Game Boy hat so viel Leistung wie der benötigten Computer der Berechnung für die erste Mondlandung. Mario hieß in Donkey Kong noch Jumpman, nicht Klempner, sondern Tischler. So, ich hoffe, euch haben die Fakten gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.